Triesdorf, Namensgeber einer ganz besonderen Rinderrasse. Groß, gefleckt, kräftig, heute aber vom Aussterben bedroht. Der Triesdorfer Tiger. Also das war natürlich hier die Urform, wo diese Rasse geboren wurde, dann auch verbreitet wurde. Sie wurde bekannt gemacht. Im Zeitraum des 19. Jahrhunderts gab es hier in der Region 190.000 Tiere der Rasse Triesdorf-Ansbacher Tiger. Aber dann begann auch die Konkurrenz durch das Fleckvieh, was wirtschaftlich gewisse Vorteile hatte. Es waren gewisse Seuchen in der damaligen Zeit. Und schon 10 Jahre später gab es nur noch 90.000 Tiere. Und die Zucht an sich wurde 1925 dann eingestellt. Und das war dann so eine Phase bis 1980, 85, wo eigentlich die Rasse fast weg war. Doch ein paar wenige Bauern in der Umgebung, unter ihnen Biobauer Michael Engelhardt, versuchen die Rasse des Ansbach-Triesdorfer Rindes vor dem Aussterben zu bewahren, den Bestand wieder zu erhöhen und die speziellen Merkmale des Tigers durch gezieltes Züchten zu erhalten. Der Tiger hat ein dunkles Frotzmaul, hat gediegene Flecken im Gesicht, am Kopf, an den Beinen und am ganzen Körper bis zum Euter. Hat dunkle Klauen und hat dunkle Hornspitzen. Hinter uns ist unser Bauernhof, hinter uns sehen Sie unsere Tiere. Von den 150 Kühen haben wir 36 Tiger. Tiger haben wir, weil sie im biologischen Landbau uns gute Dinge tun. Sie sind nicht empfindlich, sie sind sehr robust, sie sind sehr gesund. Ich persönlich habe die Tiger lieber. Wir haben keine Hochleistungstiere wie 12.000 Liter Kühe. Wenn unsere Kühe 5.000 oder 6.000 Liter geben im Biobereich, dann ist das für uns in Ordnung. Mein Wunsch ist einmal, dass die ganzen Tiere, ganzen Kühe als Tiger sind. Unterstützung gibt es dabei unter anderem vom Rinderzuchtverband Mittelfranken, der im November ein eigenes Herdenbuch für die Triesdorfer Tiger veröffentlicht. Dies war bisher aufgrund des Zuchtgesetzes nicht möglich. Es ist so, dass wir im Mutterkuhbereich bisher überhaupt kein Herdenbuch angeboten haben. Das hängt damit zusammen, dass man eben diese reinrassigen Tiere braucht, um sie einzutragen. Und die gab es eigentlich aus genetischer Sicht nicht. Es hat sicher genug Fleckvieh-Tiere gegeben, die wie Tiger waren, die auch Tigergene sicher noch von früher her in sich tragen. Aber sie waren rechtlich Fleckvieh-Tiere und keine Tiger. Und das ist dann nicht möglich, ein eigenes Herdbuch zu gründen, weil ich brauche 2 Generationen zurück, nur solche Tiere, die rechtlich auch Tiger waren. Das geht jetzt mit dem neuen Gesetz besser. Man kann einfach die Tiere anschauen und sagen, das ist ein Tiger und den als Tiger anerkennen. Und dann gilt er als reinrassiger Tiger. Die ersten Schritte zur Erhaltung des Triesdorfer Tigers sind gemacht. Jedoch wird es auch in Zukunft wichtig bleiben, besonderes Augenmerk auf die reinrassige Herauszüchtung des Tigers zu legen.